Liebe Zuschauer von DSTV, liebe Freunde und Unterstützer der NPD. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist an der Zeit, ein kurzes Resümee zu ziehen und einen Blick auf die kommenden Monate zu werfen. Wir befinden uns in einer Zeit international wie national einschneidender Ereignisse. Zuallererst ist hier natürlich der Krieg in Syrien zu nennen, der kein Bürgerkrieg ist und erst recht kein Krieg der syrischen Regierung gegen ihr eigenes Volk, wie uns immer wieder suggeriert wird, sondern ein von außen geschürter Konflikt, an dem die USA und der Westen ebenso ihren Anteil haben wie die Türkei und die arabischen Golfstaaten. Der Terrorismus, der durch diese Einmischung von außen maßgeblich unterstützt wurde, hat mittlerweile auch Europa erreicht, wie die grauenhaften Anschläge von Paris uns allen vor Augen geführt haben. In dieser Situation würde eine verantwortungsvolle Staatsführung alles dafür tun, die unkontrollierte Einreise von Migranten zu stoppen. Doch im Gegensatz etwa zur Regierung Ungarns oder Polens macht die Bundesregierung weiter wie bisher. Trotz gelegentlichen Murrens und Knurrens einiger Funktionsträger kann die Kanzlerin und Vorsitzende der CDU dabei weiterhin auf die Unterstützung ihrer Partei hoffen. Man folgt ihr mit einem Kadavergehorsam, wie man ihn sonst nur aus Nordkorea kennt. Der letzte Parteitag der Union war ein plastisches Beispiel dafür. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das wusste schon Hölderlin. Und so versuchen die herrschenden politischen Kräfte, all jene Oppositionellen mundtot zu machen, die gegen die Asyl- und Zuwanderungspolitik in Deutschland aufbegehren. Genau in diesem Zusammenhang ist auch das Verbotsverfahren gegen die NPD zu sehen, das im März 2016 mit der Öffnung der mündlichen Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht in die entscheidende Runde geht. Liebe Freunde, ich werde in Karlsruhe mit der NPD nicht nur über das Fortbestehen meiner Partei verhandeln. In diesem Verfahren wird es darum gehen, ob die Meinungsfreiheit in Deutschland faktisch beseitigt wird oder nicht. Ich werde nicht nur als Parteivorsitzender für das Recht meiner Partei, ich werde vor allem auch als Deutscher für meine Grundrechte, für die Meinungsfreiheit streiten. Die Befürworter einer ungezügelten Massenzuwanderung lassen nichts unversucht, die Deutschen moralisch unter Druck zu setzen. Ja, sie schrecken dabei noch nicht einmal davor zurück, die Weihnachtsgeschichte zu verfälschen, indem sie behaupten, dass Josef und Maria schließlich auch Flüchtlinge gewesen seien. Und Jesus Christus, dessen Geburt das christliche Abendland, die Christen in aller Welt an Weihnachten feiern, sei ein Flüchtlingskind gewesen. Deshalb müssten wir bei der Aufnahme von Flüchtlingen doch auch großherzig sein. Liebe Freunde, wer die Weihnachtsgeschichte kennt, der weiß, dass Josef und Maria nicht auf der Flucht waren, sondern wegen einer Volkszählung an ihren Heimatort reisten. Und so, wie ein himmelweiter Unterschied zwischen einer Flucht und einer Reise besteht, so besteht auch ein Unterschied zwischen Menschen, die tatsächlich um Leib und Leben fürchten müssen und denen wir auch zeitweiligen Schutz gewähren wollen, und der überwiegenden Zahl an Wirtschaftsflüchtlingen, die wir weder aufnehmen können noch wollen. Das ist nicht kaltherzig, sondern ein Gebot der Vernunft. Wenn, wie das in Deutschland der Fall ist, Hunderttausende obdachlos sind und Millionen Kinder das Weihnachtsfest in Armut verbringen müssen, dann ist es an der Zeit, sich endlich wieder um das eigene Volk zu kümmern, statt das Sozialamt für die ganze Welt zu spielen. Liebe Freunde, lassen Sie uns trotz dieser turbulenten Zeiten in den nächsten Tagen die notwendige innere Einkehr und Ruhe finden, um Kraft zu schöpfen für die anstehenden Herausforderungen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund und lassen Sie uns auch künftig alles dafür tun, dass unsere Kinder eine Zukunft im eigenen Land haben.